So, willkommen zurück. Wir sind bei der nächsten Aufgabe. Geschmeidiger Fuchs. Sammle 4 Kisten medizinische Vorräte in einer 34-Plus-Zone in einer erfolgreichen. Heißt, Gruppe muss auf jeden Fall, also man muss die Aufgabe auf jeden Fall mit der Mission erfolgreich abschließen. Und wie gesagt, pflück mir ein paar Nebelmonster. 20 Stück habe ich jetzt gemacht. Ja, ich hatte, glaube ich, in der ersten Mission 12 oder so. Ja, 5. Ne, in der ersten Mission hatten wir nicht viele. Aber ich habe ja gesagt, ich mache die dann fertig. Wie gesagt, ihr braucht halt mehrere Anläufe dafür. So, jetzt machen wir mal die. Mal gucken. Aber da steht nur 34 plus. Schickt er mich hin? Liefer die Bombe ab. Okay. Direkt eine 40er plus. Danke. Mal gucken, ob es funktioniert. Bam. 40 plus, das muss schon funktionieren. Da kann ich alleine nicht viel reißen. Das habe ich nämlich schon gemerkt, weil ich einfach nicht stark genug bin dafür. So, wie gesagt, uns fehlen jetzt noch 6 Abonnenten. Dann kommt die fünfte Zahl. Ich will auf jeden Fall schon mal Danke sagen für die 44, die inzwischen schon abonniert haben. Also ich hätte nie gedacht, dass das so schnell funktioniert, aber ihr wisst ja, die bekannt die schon länger dabei sind, Ladebildschirm. Gleich Like-Zeit, Abonnier-Zeit, Kommentier-Zeit. So, dann gucken wir mal, was die medizinischen Vorräte sind. Und ob man sie in einer Mission schaffen kann. Oder ob man sie wieder verzweifelt irgendwo suchen muss. Weil inzwischen, glaube ich, steht nirgendwo mehr dabei, ob das in der Vorstadt ist oder sonst was. Aber warten wir einfach mal ab, wenn die Aufgabe mal da ist. Ich hoffe, die Runde läuft nicht schon 100 Jahre. Das ist nämlich dann auch immer negativ. Na, da haben wir schon die ersten. Lass uns diesen Riss finden. Ne, das hat anscheinend erst angefangen. Clips und Schienen, sehr gut zum Fixieren von Verletzungen. Splint. Ach, das ist der Fernseher. Das ist schon mal gut. So. Kommt hier einer mit hin? Weil die Sturmkisten hole ich schon gerne mit. Sturmkiste. Stormbox. Hello? Stormbox, come to me. Tja, Leute, dann habt ihr Pech. Alleine kann ich ihn nicht machen. Feine Loot da drin ist aber so gut. Naja, wenn sie nicht wollen. Vor allem, man kann auf der Map auch nichts markieren. Ist aber auch, glaube ich, besser so, weil sonst. Glaube ich, die ganze Zeit nur geklicke. Hä? Da war doch ein Ausrufezeichen. Schon wieder viel zu schnell. Entschuldigung. Da. So, einmal Vorräte haben wir schon mal gesammelt. Ja, ich muss trotzdem die Vorräte sammeln. Aber ich vermute fast, dass hier keine 4 Stück sind. Ich schätze mal echt, dass es in der Stadtzone eher der Fall ist. Jetzt können nämlich Fernseher. Ne, hier sind schon mal das zweite. Der Keller ist aber 100%. Are you giving live YouTube commentary? Okay. No, I'm asking. Nö.
Und Fernseher. Oh, jetzt ist das Lager noch aktiviert. Das war ein 40er Lager. Ab zum Ausrufezeichen. Da ist er. Du solltest es endlich ausschalten, Kommandant. Ach, hier sind noch mehr Fernseher. Das ist schon der. Platziere jetzt den Werfer. Das war ich. Ein Bohrer. Könnte nützlich sein. Das hier. Hier drüben. Da kommen sie. Oh, ich hab doch jetzt gar keine Zeit für dich. Ja. Sie greifen mich an! Sie haben mich umzingelt. Hilfe! Ich werde angegriffen! Ja, ja, du wirst angegriffen. Ich werde angegriffen. Ausrufezeichen sehr 800 Kilometer weit weg. Obwohl, ne, so groß ist mir nicht. Ach, piep. Immer die Kleinen da. Was ist denn los hier? Ärgert mich halt schon, dass wir diese Sturmkiste nicht haben. Ich kann sie ja nicht zwingen. Entschuldigung. Oh, was wollt ihr denn alle von mir? Ich muss doch mal um hier. Oh ja. Kein Lager gerade machen, kriegt uns aufs Auge gedrückt. So, ich bin direkt bei dir wegen der Aufgabe. Ich muss nur gerade hier. Gut, das haben wir schon mal gefunden. Beileidskarten. Damit ist alles abgedeckt. So, jetzt ab zur Bombe. Zu zweit, da könnte ich sowieso schon. Also wir müssen von hier nach zu B. Jetzt muss ich mir gerade selber die Welt nochmal angucken. Hier runter. Hier geht's schon mal nicht. Oh, jetzt kannst du wieder gucken. Was jetzt? Da kommen wir auch nicht runter. Boah, was gibt denn das für ein langer? Ah, bestimmt hier runter. Ich weiß nicht, ob es hier runter geht. Warum? Ach so, wir müssen erstmal Flugluch. Flabischchen 3. Gerade noch das vierte holen.
dass wir überhaupt einen Weg bauen dürfen. So. Aber der andere schon mal die Basis anbauen, ist schon mal sehr gut. Heißt schon, wir haben keine No-Hands dabei. Ich habe ein paar Schienen in dein Inventar gepackt. Nö. So, wo war das jetzt da? Ich glaube, das geht nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ist das dein Ernst? Das geht, das geht. Und hier geht's nicht. Ja, abreißen kriege ich ja wieder. Nö. Also da geht's schon mal nicht. Dun, 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 dun. Gibt es hier noch einen anderen Weg hoch? Tja, da hinten. Das ist übel weit. Weil selbst gebaut ist, kommt man glaube ich nicht hoch. Einen anderen Weg gefunden? Ach da! Alles klar. Hier steht ein Tresor, keiner sieht's. Schmeckt. Warte, muss hier was weg. Das muss weg. Hier kommt mir ja nicht hoch. Hier kann man selbst gebautes hoch, ne? Das meine ich nämlich. Selbst gebautes kommt man nicht hoch. Ne. Oh, hier ist keine Rampe. Hier hoch ist klar. Ach, hier hoch. Zack. Schön wär's. Aber bau nicht so zickzack. Ich habe nur noch zwei Schienen. Warum baut der denn daher? Bau hierher. Ja, ich hoffe, du hast genug Schienen. Ich habe nämlich keine mehr. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man neue kriegen kann, wenn man wieder Blue dabei gibt. Warte, ich gehe mal gucken.
Ob ich irgendwie neue kriegen kann. Wo turnt der andere rum? Tja, ich habe keine Schienen, mein Freund. Thomas, come to us. Come to me. We need you. Hello. Ja, brauchst mich ins Hauen, ändert nichts. Boah, kriegt mir hier keine neuen Schienen oder was? Kann ja nicht sein. Schienen, keine Sorgen. Falls die Bombe zerstört wird, können wir auch eine neue bauen. Da wirst du ballern und gleichzeitig in Bewegung bleiben müssen. Vielleicht kommt er jetzt mal auf die Idee mitzubauen. Weil dann bringe ich die Bombe wenigstens schon mal dahin. Aber ich befürchte fast, dass das hier total in die Hose geht. Klar, er hat schon mal hier seine Schienen verballert, hat gemerkt, das geht nicht. Der hat auch keine Schienen mehr, wette ich drum. Oder? Hä? Ja, er ist genau den anderen Weg gefahren. Ne? Ja, kam der an oder nicht? Alter, ich bin hier gerade total verwirrt. Wieso hat der so viele Schienen, nicht? Nicht? Er hat es geschafft. Dann können wir die Bombe anfangen. Wieso habe ich nur 20 Schienen? So, das heißt aber, wir müssen in die Richtung. Aber es geht nicht. So. So müsste es doch eigentlich gehen. Die Bombe ist in Bewegung. Beschütze sie. Lass einfach durchgehen, hat bis jetzt immer funktioniert. Oh, ich hasse das, dass man auf den Schienen nichts setzen kann. Gefunden. Oh, wir sind wieder zu. Dann kommt doch keiner hoch. Ah doch, die werden da gleich hochkommen.
jetzt gut aus. Obwohl es Level 40 ist, gell? Ah, da kommt einer. Weg ist deutlich länger als bei der ersten Mission, die wir damit gemacht haben. Boah, das ist eine Kiste. Oh, da noch eine lebende. Ach, jetzt kommen sie von oben. Ja, wo sind die? Oh, wo kann ich denn den Scheiß hinsetzen? Uah, von vorne. Oh, und das Lager noch aktiviert, hä? Irgendeiner kommt von hinten. Easy. Gerade noch die Lagerbelohnung mit drin. Mehr als die Hälfte, also eigentlich sieht es ganz gut aus. Bam, 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 bam. Das ist so assi, ey. Achtung, von der anderen Seite. Nö. So, das haben wir wohl geschafft. Nochmal eine Waffe nachladen. Okay, das reicht. Dann an die Arbeit. Die Bombe wurde in den Werfer geladen. Während der Werfer auflädt, visiert ihr den Riss automatisch an. Verteidige den Werfer und mach dich dabei auf einige ungebetene Gäste gefasst. Okay, Level 58 ist okay. Ja, sind schon ordentlich Fallen, die hier stehen. Das müsste eigentlich passen. Alles geupgradet. Auch noch, ja. So, wer will aktivieren? Ist das dein Ernst? Nö.
Einfach ein bisschen Materialien verballern, ich habe eh zu viel. Bam, 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 bam. Und vielleicht gibt es sogar eine bessere Kiste, von daher. Ich könnte eine aktivieren, ey. Da kommen wir mal hier auch noch zu. So. Ja, aktivier ruhig. Ach, direkt von da kommen sie. Na, wo ist er? Jetzt sieht es hier gut aus. Ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite. Ah, die ersten kommen noch hier durch. Immer schön gucken. Stellen wir hier mal einen Bär hin. Und einen Zepper. Ich fange die einfach hier vorne ab. Geht nicht. Hallo, warum macht der hier nichts? Kann ich hier keine Wand hin? So, jetzt da oben. Oh, ich bin ja nur hin und her springen. Ja. Oh, ey. Mensch, stell schon in vor mich. Hier wohl klar. Zack. Schön wär's.
GG an die Gruppe. Naja, man sieht eh nie irgendwas, was die da machen. Weil immer ist zugebaut. Ja, der hat dem Gebäude und Fallen ganz schön Gas gegeben. Millionen EP. Feierei. Wetter ein aus meiner Familie, guck zu. 100 pro. So, ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie helfen. Ihr wisst ja, Ladebildschirm, Like-Zeit, Abonnier-Zeit, Kommentier-Zeit. Ah, schon mal wegen so einer Level 5 Kiste. Ach, ich will keine Skizzen-EP, ich will überleben eine EP. Decken, Sapper, schön, dass du diese Vorräte und so gefunden hast. Bitte aber schön. Sag bitte, dass wir genug Kugeln haben. Den brauche ich und Fallen nicht. Und Schwerter? So. Schließe eine, liefer die Bombe. Genau das haben wir gerade gemacht. Jetzt kann ich in der nächsten Mission genau dasselbe noch einmal machen. So, jetzt gehen wir mal gerade nochmal schnell zu den Lava. Was passiert hier gerade? Zack. Die mache ich zum letzten Schluss auf. So, ja, alle vier. Nette Holger. Wo bin ich? Au. Pass auf. Adios. Viel Spaß damit. Es geht inzwischen so, es geht gar nicht so verkehrt, weil ich es einfach einlöse. Gold kann ich immer gebrauchen. Ich bin wieder da. Wieder keine silberne oder so. Ja, ich bin live. Kannst du bitte Deutsch reden? Das noch? Kitzel mich halt ein bisschen. Hallo? Ah, ich wollte schon sagen, und ist weg. Lass mich in Ruhe. Bitte was Vernünftiges. Hochleben, Bruder Odin. Überlebende sind immer gut. Von mir aus nur Überlebende. Ja, das geht's, ist auch okay. Ich konnte dich kurz im Spiel hören, ja, aber ich habe dich extra gestimmt. Oh, mythisch. Mythisch ist immer gut. Mythischer Überlebender. Ja, hab ich überhaupt. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt einen hab. Warte, erstmal die Skizzen kurz wegdrücken. Zack, 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 zack. Ja, er ist natürlich direkt eingebaut. Mythisch? Warte mal, jetzt muss ich selber gucken. Ne, mythisch ist das erste, den ich hatte. Das hat sich ja mal gelohnt. So. Gucken, ob ich da ein bisschen was am Level drehen kann. Warte, ich gehe direkt in die Verwaltung rein. Wo haben sie denn hingepackt? Oh, siehst du den Grünen? Der ist immer noch da. Ja, wunderbar. Kriegen wir 35 hin. Komm. Geh auf 35. Geh auf 35. Dankeschön.
kannst auch gerne auf 36. Weil wie schnell das hochgeht, ey, wenn du einen mythischen hast. So, das war das. Verteidiger. Ja, wie gesagt, die schicke ich halt auch zurück. Ich benutze halt echt diese Skizzen. Warte, kleinen Moment. Wo ist das nochmal? Hier, dieses Umwandeln. Bis ich halt, das Problem ist, man braucht halt auch Anhänger. Aber hier brauchst du eigentlich nur einen. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwas. Bam, bam, bam. Die Skizze brauche ich eh nicht. Oh, schon maximal erreicht. Umwandeln. Zack. Ich sag ja, ich brauche den ganzen Schrott eh nicht. Vor allem, warte mal, kann ich das nicht günstiger machen, ey? Das kriege ich ja schon. Ne, das sind 2 Punkte. Ich brauche nur 6 Punkte. Das ist ja nix. Ja, das sind nur Anführer, das ist das Problem. Das ist der Held. Ja, das sind Verteidiger. Ist halt schon blöd, aber. Ich meine, was soll ich sonst mit dem ganzen Kram machen? Weil Überlebende bringen halt meinen Blitzlevel hoch. Ja gut, das ist jetzt eigentlich nicht so schlau, weil dafür wird schon noch Skizzen-EP kriegen. Bam, bam, bam. Aber hier die zum Beispiel, die werde ich nie brauchen. Nie. So, gerade mal gucken, ob das was gebracht hat. Nein, der wurde nicht eingebaut, der wurde nicht eingebaut, der wurde nicht eingebaut. Ich vergesse jetzt, warum der eingebaut wird, ey. Hab ich sonst keinen, der so eine Glühbirne hat oder was? Da nicht, da nicht, da nicht. Heißt Sache, ich level die erstmal hoch, wenn ich dann wirklich alles hochgelevelt habe. Und dann werde ich erstmal gucken. Weil hier ist ja auch kein. Doch, den hab ich glaube ich hochgelevelt und der ist nicht drin. Richtig? Ja, den könnte ich doch eigentlich dann jetzt rauswerfen. Eigentlich. Ja, sicher bin ich mir jetzt auch nicht. So, von den Blauen sind alle drin. Ja, das war der einzigste, der nicht eingebaut ist, der aber gelevelt ist. Und der hier, das ist echt der. Warum der so drin ist. Ich finde halt keinen anderen. So, dann hoffe ich schon mal, dass ich euch mit dem Auftrag helfen konnte. Also wie gesagt, einfach 4 medizinische Kisten finden. Ihr habt ja gesehen, selbst bei Rette die Bombe, ne, mit Rette, wie heißt die Aufgabe? Liefer die Bombe ab, selbst da waren die Kisten zu finden, obwohl es mitten im Wald ist. Also, dann sage ich mal in dem Sinne, haut rein.